Würfel fallen, wie die Würfel fallen. Hab keine Angst, bleib einfach ruhig. Du bist nicht allein, du hast die Crew dabei. Jetzt heißt es Augen zu und durch. Hi. Das hier ist endlich mal wieder ein Tipps-Video von uns und heute richten wir uns an alle im Grunde. Heute geht es um Tipps für die Spielenden im Allgemeinen. Wir wollen heute darüber reden, wie man einen spannenden Charakter spielt, ohne Leute zu nerven. Wir reden hier öfters über Tipps für Spielleitungen, aber ich finde, es ist genauso wichtig, darüber zu reden, was die Spielenden dazu beitragen können, dass man einen coolen Abend oder welche Tageszeit auch immer miteinander verbringt, wenn man Rollenspiele spielt. Und einen spannenden Charakter gestalten und ihn dann auch so spielen, dass er im Spiel spannend ist, das ist eine Herausforderung. Wir wollen, glaube ich, schon alle oder doch zumindest die meisten von uns, wenn wir Rollenspiel spielen und unseren eigenen Charakter entwickeln und dann auch darstellen, wollen wir, dass der eine spannende oder faszinierende Hintergrundgeschichte hat, dass der da Narben mit sich trägt, sowohl seelische als auch vielleicht körperliche, dass der etwas mitbringt aus dem bisherigen Leben und Spleens hat und Eigenheiten und auffällig ist und coole Fähigkeiten hat und auch ordentlich was dazu beiträgt, dass es vorangeht. Aber all diese Dinge, die natürlich absolut nachvollziehbar und vielleicht auch begehrenswert sind und bei einer Romanfigur auch überhaupt kein Problem darstellen würden, die können dann anstrengend werden, wenn man nicht alleine am Spieltisch sitzt, sondern die anderen Leute dort dann den Eindruck bekommen können, dass man doch ein sehr starkes Main-Character-Syndrom hat. Ich und meine Hintergrundgeschichte sind das Spannendste hier. Ich bin auch mal anti, ich bin auch mal gegen die anderen. Ich habe schon so viel gesehen und außerdem bin ich vielleicht entweder gegen den Plot und damit auch anstrengend für die Spielleitung oder ich bin sogar ein richtiger Plot-Hunter und dann bin ich mehr oder weniger auch ein Power-Gamer auf einmal. Das sind alles Dinge, die wir, glaube ich, nicht sein wollen. Manche Leute kippen dann davon weg, genau das Gegenteil vom Power Gaming zum Bauer Gaming und dann spielen auf einmal alle Alrik von nebenan, der eine ganz normale, glückliche Kindheit hatte und eigentlich nicht wirklich was kann und sich nur darum sorgt, dass seine Kuh Elsa Verdauungsprobleme hat. Das kann sicher auch Spaß machen, ist, glaube ich, aber eher für Live-Rollenspiel verbreitet. Nein, hier soll es heute darum gehen, wie wir schon all diese Sachen unterbringen können, wie die Hintergrundgeschichte, wie die Spleens, wie auch mal Anti sein, aber dass es trotzdem allen am Spieltisch Spaß macht und nicht nur uns. So, der Hintergrundstory kurz. Ich habe da in anderen Videos schon drüber geredet und nicht alle waren glücklich mit meiner persönlichen Meinung, dass je kürzer, desto besser ist. Aber ich möchte trotzdem nochmal appellieren, nicht was in der Story steht, die wir uns da ausgedacht haben als Hintergrund für unseren Charakter ist wichtig, sondern was das für Konsequenzen für das Verhalten dieses Charakters im Spiel hat. Denkt also vielleicht beim Gestalten einer Figur eher daran, wie schlägt sich das tatsächlich in das Verhalten nieder in der Story und gegenüber den anderen? Bedeutet das vielleicht, dass ich in bestimmten Situationen eher aggressiv reagiere oder eher ängstlich? Und denkt da vor allen Dingen, finde ich, in Richtung Schwäche. Wir versuchen oft, unseren Charakteren etwas Besonderes zu geben, indem wir richtig toll sind in bestimmten Dingen, aber es kann viel reizvoller sein und dann auch den anderen sehr viel mehr Spiel bieten, wenn wir eine Schwäche haben. Wenn wir zum Beispiel mit bestimmten Situationen einfach nicht umgehen können, weil sie uns an etwas erinnern, wenn wir bei manchen Sachen einfach nicht Bescheid wissen oder bestimmte Dinge nicht verstehen können, das gibt uns dann einen Spielanreiz in der Situation, emotional zu reagieren oder ungewöhnlich zu reagieren und den anderen den Raum dann auf uns zuzukommen und etwas damit zu machen, uns zu helfen, darauf vielleicht aber auch anti zu reagieren, solange es im Rahmen bleibt. Und es ist auf jeden Fall spannender, als sich da eine Stärke reinzuschreiben aufgrund der Hintergrundgeschichte. Ansonsten, wenn wir alle special sind, wir wollen ja schon alle special sein, dann versucht auf jeden Fall an dem Charakter, wenn gerade wenn da auch ganz viele Sachen drin sind, die man vielleicht eher in den großen Raum edgy packen würde, mit dass man durchaus mal gewalttätig ist, anti ist, wortkarg, barsch oder dergleichen, dass es aber auch dann ungewöhnliche Eigenheiten gibt, die schlicht und einfach liebenswert sind. Wie zum Beispiel, dieser Charakter neigt vielleicht dazu, sofort mit Gewalt zu reagieren und hasst diese und jene Leute. Aber er ist wirklich nett zu allen Tieren. Oder diese Person mit ihrer tragischen Hintergrundgeschichte hat deswegen noch nie irgendetwas Leckeres gegessen und ist deswegen total verzückt, wenn es Kuchen gibt. Oder diese Person kann es nicht leiden, wie die anderen Unordnung verbreiten. Deswegen kümmert sie sich immer um das Lager und kocht für den Rest. Also
Ihr könnt durchaus auch, wie ihr seht, unangenehme oder kantige oder stachelige Charaktereigenschaften mit etwas verbinden, was für alle anderen dann positiv ist und dann auch positive Emotionen erzeugt. Darüber hinaus, wenn ihr einen stacheligen, spannenden, ungewöhnlichen Charakter spielt, solltet ihr in bestimmten Bereichen absolut auf Konsequenz achten und in manchen bewusst mit Inkonsequenz arbeiten. Und die konsequente Seite ist die der Prinzipien des Charakters. Ein Charakter sollte niemals gegen etwas sein oder barsch auf etwas reagieren oder gemein sein, einfach nur weil, sondern aufgrund von bestimmter Moralvorstellungen, bestimmter Prägungen, bestimmter Annahmen davon, was richtiges Verhalten ist. Und die sollten diese Charaktere auch den anderen erklären, wenn die fragen, warum machst du das oder was soll das? Oder vielleicht auch einfach ohne Aufforderung direkt, nein, das machen wir nicht, denn im Buche so und so steht, man darf das niemals machen. Oder nein, das machen wir nicht, ich habe damit schlechte Erfahrungen und ich werde niemals mit so jemandem zusammenarbeiten. Und das auch konsequent machen. Weil dann können die anderen wiederum damit arbeiten. Die verstehen dann, ah, deswegen ist das so. Dann können sie damit argumentieren, können versuchen, einen zu überreden oder können in anderen Situationen das Ganze dann auch einsetzen, um euch in eine bestimmte Richtung zu lenken. Denkt immer daran, dass ihr nicht immer nur etwas sozusagen in die Gruppe reinbringt, was Ärger macht, sondern dass da gleichzeitig immer auch ein Griff dran ist, eine Handhabe, mit der die anderen mit euch interagieren können, auch von ihrer Seite aus und aus ihrer Anstrengung heraus. Und, kleine Anmerkung, seid auch immer bereit, euch überreden zu lassen. Wenn ihr immer die kalte Schulter zeigt und niemals klein beigibt, ist das einfach nur anstrengend und es ist vor allen Dingen auch eintönig und eben nicht spannend. Wenn ihr euch überreden lasst, ist das dann auch ein großartiges Erlebnis für die anderen, die es geschafft haben, euch zu erweichen oder zu überzeugen und dazu zu bringen, einen gemeinsamen Strang zu ziehen. Wo ihr wiederum inkonsequent sein solltet, ist beim Granteln, habe ich mir aufgeschrieben als Notiz. Inkonsequentes Granteln. Eure Charaktere können schon gemein sein oder gefühlskalt. Ich spiele gerne durchaus Charaktere, die zum Beispiel MörderInnen sind oder chronische Lügnerinnen, die durchaus auch mal fiese Dinge zu anderen Leuten sagen. Aber das sollte dann immer aufgefangen werden, damit das in dem, was man dann tut, man trotzdem an der Seite der anderen steht. Das ist dann eigentlich sogar noch umso schöner. Erst sagen, du bist schwach, mit dir kann man nichts anfangen, pass bloß auf, ich drehe nicht um, wenn du hängen bleibst. Aber dann, wenn es hart auf hart kommt, doch sich umdrehen und der anderen Person das Leben retten. Oder doch weich werden und jemanden unterstützen bei einem Vorhaben, wo man vorher gesagt hat, dass das absolut keinen Sinn macht und man das nicht tun sollte aufgrund von warum auch immer ich deine Nase nicht mag. Das sind die Momente, die ich persönlich auch in Medien immer am schönsten finde. Wenn die Charaktere, die einem so barsch vorkommen oder die vielleicht erst so richtig fies sind, dann auf einmal ihren weichen Kern zeigen. Und das könntet ihr sein. Und das ist viel spannender als die mit 20 Seiten Hintergrundgeschichte ausgestattete, gefühlskalte Eishexe, die ganze Zeit damit verbringt, zu beschreiben, wie sie kleine Tiere in der Nähe einfriert, um ihre Kraft zu genießen und gemein ist zu allen anderen. Ein reales Beispiel aus einer Runde, die sehr lange her ist. Wir alle wollen special sein und wir alle wollen auch mal ein bisschen edgy sein und immer nur Regenbogen und Friede, Freude, Eierkuchen und sich gegenseitig unterstützen, ist auch langweilig. Aber am Ende spielen wir gemeinsam. Und dementsprechend ist das Fazit, euer Spaß hört immer dann auf, wenn der Spaß der anderen auch aufhört. Wenn ihr euch zu viel Raum nehmt einfach im Spiel mit den Spleens oder mit den Eigenheiten eurer Figur, ist es vielleicht Zeit, ein bisschen zurückzugehen. Und wenn ihr wollt, dass die Leute euch und eure Charaktere am Ende noch mögen, dann, wie gesagt, denkt an Schwächen. Denkt daran, dass ihr euch auch mal überreden lasst. Denkt daran, dass ihr auch ein paar positive Eigenschaften reinbringt und dass ihr vielleicht ein großes Maul riskiert, wie kacke alles ist, aber am Ende doch ein gutes Herz haben könnt im richtigen Moment. Viel Spaß beim Spielen. Probiert Sachen aus, geht durchaus auch mal auf Risiko, aber seid bereit, euch sagen zu lassen, wenn es richtig doof war. Es wird super, glaube ich. Macht's gut. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis dann. Wenn die Würfel fallen, wie die Würfel fallen, hab keine Angst, bleib einfach ruhig. Du bist nicht allein, du
hast die Kur.